Als nächste Schritte programmieren wir die Skripte für die Figuren Anna und Sam. Zur Berechnung der Fläche und des Umfangs benötigen wir die Variablen a und b für die Seitenlängen des Rechtecks. Wechseln wir also in die Kategorie Daten und legen wir mit einem Klick auf diese Schaltfläche eine neue Variable an. Dieser geben wir den Namen A und wählen die Option für alle Figuren, damit wir die Variable A bei den Skripten aller Figuren einsetzen können. Wir stellen nun in gleicher Weise die zweite Variable B. Neue Variable, Name B. OK. Standardmäßig werden Variablen nach der Stellung in der Bühne angezeigt. Wir erkennen das daran, dass vor den Variablen, hier in der Mitte, die Kontrollkästchen aktiviert sind. Mit Deaktivierung dieser Kontrollkästchen kann ich die Variablen ausblenden, mit Aktivierung wieder einblenden. Dies kann ich manuell erledigen, kann das Ein- oder Ausblenden von Variablen aber auch mit diesen Befehlen im Programmlauf steuern. Ich kann die angezeigten Variablen auf der Bühne beliebig verschieben und positionieren. Zusätzlich kann ich, wenn ich die Variable in der Bühne mit der rechten Maustaste anklicke, zwischen drei Anzeigemodi wechseln. Normale Anzeigegröße zeigt wie momentan den Variablen Namen und den aktuellen Variablenwert. Großanzeige blendet nur den aktuellen Variablenwert ein, beziehungsweise Schieberegler bietet mir die Möglichkeit, als Programmuser mit dem Schieberegler den Variablenwert zu verändern. Für den Schieberegler gibt es einen Reglerbereich und hier kann ich einen Minimal- und Maximalwert festlegen. Standardmäßig ist von 1 bis 100 eingestellt. Ich stelle jetzt als Maximalwert 50 ein und bestätige mit OK. Nun kann ich die Variable A von 1 bis 50 einstellen. Das gleiche mache ich bei der Variablen B und lege den Reglerbereich mit Minimalwert 1 und Maximalwert 50 fest. Wähle ich für den Schieberegler einen zu hohen Wertebereich, dann ist das exakte Einstellen von manchen Werten sehr schwierig. Für die Durchführung der Berechnungen benötigen wir den Mausklick auf eine der beiden Schaltflächen, damit die entsprechende Nachricht Umfang bzw. Fläche berechnen an alle Figuren gesendet wird. Dies haben wir bereits programmiert. Wir erstellen für Anne nun das Skript, in dem festgelegt wird, welche Befehle ausgeführt werden sollen, wenn sie die Nachricht Fläche berechnen empfängt. Ich ziehe aus der Kategorie Ereignisse den Befehlsblock, wenn ich empfange, in den Skriptebereich. Die Nachricht Fläche berechnen ist schon voreingetragen. Sonst müsste ich beim Ausklick das Klappmenü öffnen und die passende Nachricht wählen. Damit gleich erkennbar ist, welche Figur die Berechnung ausführt, vergrößern wir bei der Ansage des Rechenergebnisses die Figur Anna in kleinen Schritten mit der Schleife Wiederhole 10 Mal. Ich finde diesen Befehl in der Kategorie Steuerung, Wiederhole 10 Mal und docke diesen an. In die Schleife ziehen wir den Aussehen-Befehl Ändere Größe um 10 und ändern den Wert 10 auf 2.
Danach soll Anna die Fläche berechnen und sagen. Dies lösen wir in diesem Fall quasi in einer Befehlszeile. Zum Sagen benötigen wir den Befehl Sage Hello für 2 Sekunden. Die Ansage soll dann für 4 Sekunden sichtbar sein. Und in dieses Feld fügen wir jetzt anstelle von Hello einen Verbindeoperator ein. Mit dem Verbindeoperator kann ich Zeichenketten mit Variablenwerten oder Berechnungsergebnissen verknüpfen. Ich ziehe Verbinde Hello World in dieses Feld und schreibe statt Hello hinein, die Fläche des Rechtecks beträgt. Doppelpunkt, dann ein Leerzeichen, dass ein Leerzeichen zwischen der Zeichenverkettung auch vorhanden ist. In das Feld World füge ich nochmals diesen Verbindeoperator ein und in das Feld, wo World steht, mache ich nun ein Leerzeichen und ein Rufzeichen, nur als Beispiel, dass ich hinter dem Ergebnis einer Berechnung wiederum eine Zeichenkette anhängen kann. In das Feld, wo momentan noch Hello drinnen steht, ziehe ich einen Rechenoperator, und zwar für die Flächenberechnung ziehe ich den Operator mal hinein und füge in die beiden leeren Felder meine 2 Variablen ein. Dazu wechsle ich in die Befehlskategorie Daten und ziehe die Variablen A und B in meine Befehlszeile. Somit wird der Text die Fläche des Rechtecks beträgt angezeigt, danach das Ergebnis der Berechnung und danach noch ein Rufzeichen. Anna erledigt nun das Berechnen und das Sagen des Ergebnisses in einem Schritt und nun müssen wir die Figur Anna wieder verkleinern. Ich benötige wieder, wiederhole 10-mal. Und ändere Größe um 2. Ich hätte diese Schleife theoretisch auch gesamt duplizieren und hier einfügen können. Ich darf nur nicht vergessen, hier den Wert von 2 auf minus 2 zu ändern, damit sich die Figur auch wirklich verkleinert. Damit sich im Falle von Programmabbrüchen zwischen der Figurvergrößerung und Verkleinerung die Ausgangsgröße der Figur Anna nicht ungewollt ändert, ziehen wir den Aussehen-Befehl Setze Größe auf Prozent an die zweite Stelle in unserem Skript. Ich ändere den Wert auf 90%. Wenn ich das Programm nun teste, brauche ich nicht auf die grüne Flagge klicken, sondern die Berechnung wird ja auf Klick auf die Schaltfläche Fläche ausgeführt. Ändere ich den Wert von B, ändert sich natürlich auch das Ergebnis. Wir erstellen nun das Skript für die Spielfigur Sam durch Duplizieren und ziehen das duplizierte Skript auf die Figur Sam in der Objektliste. Ich klicke die rechte Maustaste auf dem Skriptkopf, klicke auf Duplizieren. Das Duplikat hängt an meinem Mauszeiger. Ich fahre mit dem Mauszeiger genau über das Objekt Sam und klicke die linke Maustaste. Wenn ich nun in der Objektliste die Figur Sam wähle, sehe ich, dass das Skript hier eingefügt wurde. Nun passen wir das Skript schnell an. Ich klicke auf Fläche berechnen, ändere auf Umfang berechnen. Die Berechnung und das Ansagen des Ergebnisses gestalten wir nun nicht in einem Programmschritt wie bei der Figur Anna, sondern teilen dies auf 2 Schritte auf, was für jüngere Schülerinnen einfacher zu gestalten ist.
Ich lösche durch Herausziehen den gesamten Apparaturenbereich. Es verbleibt nun Sage für 4 Sekunden. Ich schreibe in das leere Sagefeld der Umfang des Rechtecks beträgt Doppelpunkt. Und füge dann nochmals Sage Hello für 2 Sekunden hier ein. Und in unser Hello ziehe ich nun aus der Kategorie Operatoren zuerst einmal den Mal-Operator in das Hello-Feld und wir verschachteln nun zwei mathematische Befehle. In das erste Feld schreiben wir 2 hinein und nach Mal soll jetzt kommen A plus B. Das heißt, ich ziehe den Plus-Operator in dieses Feld und ziehe nun aus der Kategorie Daten unsere zwei Variablen A und B in die leeren Felder und habe als Rechenoperation nun A plus B und das mal 2. Somit wäre die Programmierung unseres ersten Rechenprogramms abgeschlossen. Wir testen das Programm nun mit den Klicks auf unsere Schaltflächen. Wenn nun der Fall eintritt, dass ein Objekt hinter einem anderen liegt bezüglich der Stapelreihenfolge, kann ich das mit einem Befehl aus der Kategorie Aussehen korrigieren. Und zwar mit dem Befehl komme nach vorn oder gehe eine Ebene für ein anderes Objekt nach hinten. Ich markiere das Objekt Anna und ziehe den Befehl komme nach vorn an den Anfang unseres Skripts. Wir sehen nun, dass nun Anna vor der Schaltfläche liegt.